Da schwebt er hinein auf das BASF-Gelände in Schwarzheide. Ein Helikopter AS-332L1 der Bundesregierung. In der Fachwelt nennt man ihn auch liebevoll Super Puma. Wohlgemerkt hat dies nichts mit dem heutigen Fluggast zu tun. Bundeskanzler Olaf Scholz reist an. Er besuchte den BASF-Standort in Schwarzheide auf Einladung der Konzernleitung und informierte sich über den Baufortschritt der Fabrik für Batteriematerialien. Empfangen wurde er dabei vom BASF-Vorstandsvorsitzenden Dr. Martin Brudermüller, dem Aufsichtsratsvorsitzenden BASF Schwarzheide GmbH Dr. Uwe Liebelt und dem Standortleiter Jürgen Fuchs. Man tauschte sich über die Entwicklungsperspektiven des Produktionsstandortes und dessen wichtige Rolle beim Strukturwandel der Lausitz aus. Sie sehen im Hintergrund die neue Anlage und das Herzstück der Investitionen hier am Standort. Es ist eine sogenannte Anlage für Kathodenmaterialien für Batterien. Das ist die Schlüsselkomponente, die nachher den chemischen Reaktor, nämlich die Batterie in der Elektromobilität darstellt. Und das ist völlig neue Produkte hier für den Standort. Wir werden die Anlage gegen Ende des Jahres, die erste, hier anfahren. Wir werden auch weitere Investitionen tätigen in Batterie-Recycling, denn diese Materialien müssen künftig ja auch im Kreis geführt werden. Und der Standort ist auch unterwegs in die Zukunft, was die erneuerbaren Energien angeht. Wir haben hier einen Solarpark etabliert und werden auch deutlich mehr Strom in Zukunft brauchen. Der muss natürlich erneuerbar sein. Wir freuen uns darüber, dass die Bundesregierung erkannt hat, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit in Angriff genommen werden muss, und die Maßnahmen der Bundeskanzler, die Sie auch schon angestoßen haben mit den ersten und die jetzt auch noch kommen, begrüßen wir außerordentlich. Die Anlage zur Produktion von Kathodenmaterialien befindet sich in der letzten Bauphase. Nach Inbetriebssetzung soll die Anlage mit einer Anfangskapazität, die die Versorgung von ca. 20 Gigawattstunden Zellkapazität pro Jahr ermöglicht, laufen. Elektromobilität sei für die BASF eine Schlüsseltechnologie, die den weltweiten Wunsch nach individueller Mobilität mit der notwendigen Verringerung lokaler Abgasemissionen in Einklang bringt. Dies gelte insbesondere dann, wenn erneuerbare Energien verwendet werden. Olaf Scholz war beeindruckt von den Aktivitäten in Schwarzheide und hob dabei seine Leidenschaft zu Industrieanlagen hervor. Meine Damen und Herren, ich finde es schön hier. Es gibt ja unterschiedliche Einstellungen zur Industrie. Ich bin der Meinung, Industrie gehört zur Kultur, zur Art und Weise, wie wir in Deutschland leben, dazu. Und die industriellen Bauten beeindrucken mich immer auch wieder. Insbesondere, wenn man sieht, dass an Standorte, die schon sehr lange existieren, auch neu investiert wird. Dass neue Investitionen stattfinden, die neue Produktion möglich machen und die auch möglich machen, dass wir die Zukunft gemeinsam gewinnen können. Und das ist das, was hier stattfindet, wenn man an die Materialien denkt, die für die Batterieproduktion notwendig sind und feststellt, das ist Chemie aus Deutschland, das findet hier statt. Aber das ist auch etwas, was mit hoher Kompetenz, sowohl was das Produktionsverfahren betrifft, als auch was die da zugrunde liegende Forschung und Wissenschaft betrifft, stattfindet. Darüber hinaus stand beim Besuch des Bundeskanzlers am zweitgrößten BASF-Standort in Deutschland die Energieversorgung im Fokus der Gespräche. Wie kann der Industriestandort Deutschland weiterhin mit Gas versorgt werden? Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir alles dafür tun, dass wir eine gute Versorgung mit den Rohstoffen haben, die wir brauchen, und natürlich auch mit den Heiz-, Betriebs- und Treibstoffen, auch was Gas betrifft, jetzt für die kurze Strecke. Das ist ja die ganz große Aufgabe, vor der wir stehen. Wir verwenden jetzt noch natürliches Gas, das wir aus aller Welt importieren. Deshalb sorgen wir jetzt dafür, dass in einem großen Tempo die Importinfrastrukturen für Deutschland so ausgebaut sind, dass wir jederzeit von jedem Ort der Welt das Gas bekommen können, das wir brauchen. Wir werden natürlich weiter zurückgreifen können auf das Gas, das aus Norwegen per Pipeline importiert wird, auf das, was wir aus den Niederlanden direkt bekommen. Aber es wird selbstverständlich auch darum gehen, dass wir über die westeuropäischen Häfen Gas importieren können, über die norddeutschen Häfen, wo wir jetzt ganz neue Strukturen zum Import von Gas schaffen. Und wir werden auch dafür sorgen, dass innerhalb Europas mehr Pipelines gebaut werden, die den Transport des Gases von der einen zur anderen Stelle leichter möglich machen, was alles zur Versorgungssicherheit beiträgt. Hohe Preise für Energie und Rohstoffe stellen die Wettbewerbsfähigkeit der Chemieproduktion in Deutschland vor großen Herausforderungen. BASF-Chef Martin Brudermüller bleibt aber zuversichtlich und setzt auf das Engagement des Bundeskanzlers. Ich glaube, hier ist sehr viel Gutes am Laufen. Wir haben ja auch eine intensive Diskussion sowohl mit dem Bundeskanzler als auch mit dem Wirtschaftsminister. Ich glaube, Windkraft auf See gesetzt, da ist ja viel in Bewegung gekommen. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir es umsetzen. Wir brauchen dringend neue Projekte, dass wir unser Versprechen zur Dekarbonisierung bei der BASF, und wir haben jetzt heute über Schwarzheide gesprochen, es geht ja auch um den großen Standort Ludwigshafen, den in Zukunft bringen, dass wir das hinbekommen. Aber ich denke mal, wir sind auf gutem Weg. Schönen Dank.
Dankeschön. Ende Oktober hatte der Konzernvorstand aufgrund der steigenden Mehrkosten drastische Sparmaßnahmen und Stellenstreichungen angekündigt und plant gleichzeitig verstärkte Investitionen in China. Ob auch der Standort Schwarzheide von Stellenabbau und Sparmaßnahmen betroffen ist, ließen die Verantwortlichen offen. Auch der Bundeskanzler äußerte sich nicht zur Thematik und verließ das Gelände wieder mit seinem Super Puma in einen super Himmel.